Die ARD-Mediathek, der Overhead-Projektor unter den Streaming-Diensten, das ist ein Spruch, den ich letztens bei Insta gelesen habe, auf dem Account von ÖR-Memes, wo immer mal wieder irgendwelche Sprüche über die Öffentlich-Rechtlichen rausgehauen werden. Die Frage ist jetzt, ist das ein böser Witz? Ist das ein Klischee, ein lustiges Klischee? Ist da auch irgendwas Wahres vielleicht dran? Und darüber wollen wir heute reden, wo die ARD steht in der digitalen Welt, wo die ARD letztendlich auch in der nächsten Zeit hin möchte. Also vor allem wollen wir über die Zukunft reden, über 2030, wo steht die ARD in 10 Jahren und darüber hinaus dann auch über den ARD-Zukunftsdialog. Der ist jetzt letztens nämlich gestartet und all das wollen wir hier in unserer ARD-Session bei der Republika tun. Schön, dass ihr zuschaut. Mein Name ist Jan Koch. Ich bin die moderative Nebenrolle hier, Reporter im WDR. Die Hauptrollen allerdings haben unsere beiden Gäste. Das ist einerseits Vanessa Wormer. Sie leitet das X-Lab, das Innovationslabor im SWR. Schönen guten Tag, Vanessa. Hallo. Hallo zusammen. Und ganz analog hier bei mir am Tisch, auf Abstand natürlich, unser ARD-Vorsitzender, der WDR-Intendant Tom Buro. Hallo, Herr Buro. Hallo, Herr Koch. Dieser Overhead-Projektor, ne? Ich könnte ja können Sie darüber lachen? Ja, ich könnte ja jetzt das Klischee bestätigen und sagen, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Das ist doch ganz modern, so ein Overhead-Projektor. Also, Könnten einige Schulen sagen, aber... Ich finde das gar nicht so schlimm. Also, heute ist eine andere Zeit und man guckt auf allen möglichen Geräten und wir müssen uns darauf einstellen. Ich finde, wir sind weiter, als manche Kritiker immer mal so attestieren. Aber gut, ich kann darüber lachen. Wo stehen wir denn in der digitalen Welt? Also wir sind in der größten, wie alle in der Medienwelt und in vielen anderen Firmen der Wirtschaft auch, wir sind in der größten Transformation eigentlich, kann man sagen, seit der Erfindung des Buchdrucks. Das ist ohne Quatsch eine technologische Revolution, wie sie so nicht alle 100 Jahre, sondern alle 500 Jahre mal vorkommt. Das ist wirklich ein Riesenwopper. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir eben, wir sind gewohnt, Sender zu sein und Massenmedium zu sein. Also von einem Punkt aus viele Menschen zu erreichen. Audio und Video. Und wir müssen jetzt uns in eine Zukunft hineinbewegen und sind auch schon dabei, in der wir erstens sehr viele spitze Zielgruppen bedienen gleichzeitig und indem wir auch empfangen und indem wir zum Teil wie eine Plattform Dinge moderieren, also einen Austausch zwischen verschiedenen Gruppen und Individuen moderieren. Ein kompletter Rollenwechsel. Und bevor wir dann in die Zukunft schauen, dachte ich mir, Vanessa, du leitest ja eines von vielen Innovationslaboren, eine von vielen Innovationsredaktionen letztendlich. Du leitest das X-Lab im SWR. Wo steht ihr da? Woran arbeitet ihr? Was ist da euer Daily Business? Ja, wir versuchen ganz konkret diese Zukunftsarbeit zu machen, also wirklich den SWR-Redaktionen dabei zu helfen, ja, neue Ideen zu entwickeln, diese dann auch wirklich in konkrete Produkte und Angebote zu übersetzen. Und was für uns das zentrale Thema ist, um innovativ zu sein, müssen wir erstmal besser verstanden haben, was die Zielgruppen da draußen so umtreibt, was die bewegt, was deren Herausforderungen sind. Und mit Zielgruppen meine ich jetzt im Fall vom X-Lab tatsächlich völlig neue Zielgruppen. Also wir haben uns wirklich eingeschworen darauf, dass wir mit unseren Angeboten, die wir im X-Lab gemeinsam mit den Redaktionen entwickeln, neue Zielgruppen erreichen wollen, die von der ARD, vom SWR im Moment keine Angebote bekommen. Also die wirklich im Grunde brach liegen. Wie, Sie sind ja auch WDR-Intendant, wie groß wird Innovation im WDR gerade geschrieben? Das ist ganz ähnlich wie das, was Frau Wormer für den SWR schildert. Wir haben auch so ein Lab, wir nennen das das InnoLab. Das ist quasi an die frühere Unternehmensplanung angedockt oder integriert. Und da werden quasi Zukunftsszenarien entworfen, da werden demografische Gruppen, also Generation XYZ etc., was da alles gibt, Alpha, Omega, die werden da also sozusagen durchgecheckt, was ist deren Welt, wie werden die in 10, 20, 30, 40 Jahren medial Dinge erleben, was erwarten die von uns, was ist im Öffentlich-Rechtlichen besonders. Und da werden keine Produkte entwickelt, das wird woanders gemacht, da haben wir noch eine Abteilung, die bei den Programmdirektionen ist. Aber das ist sozusagen für die Unternehmensstrategie, das gibt es in jeder Landesrundfunkanstalt der ARD, also in jedem sozusagen Teil der ARD gibt es sowas. Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, die nächsten 10 Jahre, Herr Buro, ne? ARD 2030, Vanessa, das ist ja noch einige Zeit hin.
Allerdings ist das ja, wäre das ja so eine typische Frage im Bewerbungsgespräch. Ne? In 10 Jahren, Herr Buro, wo sehen Sie sich, beziehungsweise wo sehen Sie denn die ARD, die komplette ARD? Ja, die ARD sehe ich auf jeden Fall als sowohl Sender als auch Empfänger als auch als Plattform, die die nationale Debatte moderiert. Und ich sehe uns als Inhalteanbieter. Der Verbreitungsweg, also früher eben Fernsehen, Hörfunk, ist kaum noch entscheidend. Es läuft alles übers Internet und zwar weitestgehend. Und ich sehe aber einige Dinge, die sehe ich in der Kontinuität. Und ein großes Merkmal der ARD ist ja die Regionalität. Das heißt, wir sind schon da, wo andere erst aus ihren Sendezentralen einschweben müssen. Mhm. Und deshalb müssen wir ganz stark auch da vernetzt sein. Und das werden wir weiter ausbauen. Und das tun auch einige in der ARD jetzt schon. Wir planen das auch im WDR, dass man vielleicht noch mehr in der Fläche ist. Aber smarter, wie in diesem Studio hier, mit kleinem Besteck, nicht mit riesengroßen Kameras, sondern mit etwas kleinerem Besteck und dann beweglich. Das ist heute schon unsere Stärke und das werden wir auch beibehalten. Und dann werden wir sehr viele diese Hintergrundberichte und im Nachrichten- und Informationsbereich wahrscheinlich eher ausbauen als zurückfahren. Vanessa, was heißt das im Konkreten? Wo muss man ganz konkret dran arbeiten, also um in den nächsten 10 Jahren auch die richtigen Angebote machen zu können für die, die dann alle auch kommen? Ja, Herr Buro hat es ja schon angesprochen, also auch eigene Plattformen stärken. Also wir haben wirklich ein Erfolgsprojekt, nämlich Funk, was stark auf Drittplattformen gegangen ist, wo wir wirklich gesagt haben, wir sind da präsent, wo diese jungen Zielgruppen sich gerade befinden. Und jetzt muss es aus meiner Sicht natürlich auch mit der Innovationsbrille einen Schritt weitergehen. Also dass wir auch bewusst unsere eigenen Plattformen jetzt stärken, dass wir jetzt auch dieses Momentum wahrnehmen und sagen, wir stecken wirklich auch Ressourcen, finanzielle Ressourcen, personelle Ressourcen in die Digitalisierung unserer eigenen Plattformen. Wir wollen konkurrenzfähig sein. Und was ich besonders spannend finde, auch wieder aus Innovationssicht, wie können wir wertebasiert Plattformen aufbauen? Also das ist, glaube ich, unser USP als ARD. Wir können uns da abheben von der Konkurrenz, von den Tech-Firmen aus dem Silicon Valley. Wir müssen nicht alles kopieren, was die machen. Wir müssen natürlich auch relevant und erfolgreich sein, aber wir haben diesen Public Value Wert. Wir möchten ja wertebasiert Technologie auch vorantreiben und ich sehe da schon 2030 uns stark in dem Bereich, dass wir wirklich eigene Plattformen auch aufgebaut haben, dass wir dort Relevanz geschaffen haben, dass wir Diskussionsräume geschaffen haben und tatsächlich auch mit der Vision, dass wir vielleicht das Internet zu einem besseren Ort gemacht haben für die Menschen da draußen. Was heißt das? Also, dass man quasi weiterhin auf den Drittplattformen erstmal mit denen weiterarbeiten muss, wo man seinen Content parkt, oder dass man zum Beispiel die ARD Mediathek, dass man da den Fokus drauf legt und das mehr ausbaut? Es hängt vom Content ab. Also mich erinnert das, was Frau Wormer da gesagt hat, gerade ein bisschen auch an unser Jugendradio 1 Live, vor Jahrzehnten aufgebaut. Und das war führend, ist auch heute noch die größte, quasi jüngere Radiomarke, glaube ich, Europas. Wir haben dann gesagt, macht ruhig, dass man gar nicht erkennen kann, dass ihr vom WDR seid, weil ihr sollt gar nicht irgendwie ein verstaubtes Image haben oder irgendwie sowas. Kein Overhead-Projektor fürs Ohr sein. Also macht das ruhig. Und dann irgendwie nach Jahrzehnten, also als ich Intendant wurde vor 8 Jahren, habe ich gesagt, so, jetzt haben wir auf euch eingezahlt, lange, lange, lange Zeit. Jetzt müsst ihr auch auf uns zurückzahlen. Mhm. Jetzt müssen Leute das erkennen. Ich bin sehr froh, es ist ja ähnlich jetzt die Entwicklung. Funk haben wir erlaubt als Intendantinnen und Intendanten bewusst, geht ruhig hin, wohin ihr wollt. Und macht erstmal gute Inhalte. Und ich habe das meiner Tochter dann vor 2 Jahren mal gezeigt. Da habe ich gesagt, du, das ist richtig klasse, aber man weiß gar nicht, dass das von euch ist. Mhm. Und ich finde toll, dass das jetzt nicht so lange dauert, wie es beim WDR mit 1 Live gedauert hat, dass sozusagen so eine tolle Marke jetzt auch wirklich als Marke von ARD und ZDF wahrgenommen wird. Deshalb, das ist richtig. Die Frage, die Sie gestellt haben, ja, was heißt das jetzt Mediathek und andere? Da muss ich zu sagen, es wird nicht alles gleichzeitig so laufen. Es gibt Dinge wie die Leute, die wir bei Funk erreichen, das ist nonlinear geboren, das bleibt nonlinear. Das kann man relativ schnell in unsere Netzwelt holen, also in die Mediathek integrieren. Wenn ich von der Regionalität rede, da wissen wir, dass die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer doch noch sehr im alten Fernsehen das sich angucken. Linear.
Ja, genau. Und ich habe immer gerne dieses Bild, was zum Hörfunk passt, aber auch zum Fernsehregie, so zwei Tonspuren, zwei Regler. Sie ziehen den einen Regler runter und den anderen hoch. Also Sie müssen das Lineare dann reduzieren, wenn Sie das andere... Das wird im Regionalen nicht so schnell passieren, wie es in anderen Bereichen, wie es bei Funk oder so passiert, die ja gar nicht erst linear angefangen haben. Was ich sagen muss, auch Frau Wormer sagen muss, weil alle jungen Wilden und die jungen Digitalen sagen, ja, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Personal, wir brauchen dann Investment. Das stimmt. Aber wir bekommen nicht mehr Geld. Die Gesellschaft will nicht, dass wir noch mehr Geld bekommen, noch mehr wachsen für zusätzliche Projekte. Alles, was wir tun an Modernisierung, müssen wir quasi aus dem Bestand machen. Das heißt, was anderes runterfahren. Und das bedeutet dann irgendwas, den Regler des Linearen runterfahren. Es wird auch von den Intendanten nicht irgendwo Geld hergezaubert werden können. Und insofern haben wir jetzt in der ARD, das ist das... Wir sind ja etwas als Intendant ein bisschen langweiliger, weiter weg vom Produkt. Wir müssen Geld bereitstellen, damit junge Leute wie die Frau Wormer irgendwas Gutes machen können. Und da haben wir 5 Bereiche identifiziert, unsere Big 5, wo wir gesagt haben, die sollen gestärkt werden. Aber das bedeutet auch, es muss woanders etwas weggenommen werden. Die Big 5 waren nochmal... Das ist Mediathek, das ist Audiothek, das ist die Sportschau, das ist Tagesschau. Kika ist, glaube ich, auch dabei. Also das sind Bereiche, wo wir wirklich eine starke Basis haben und wo wir noch weiter wachsen können. Das sind im Prinzip Wachstumsbereiche bei uns. Aber man muss dann auch ehrlich sein und sagen, dafür wird woanders was weggeschichtet werden müssen. Und wir kennen Journalistinnen und Journalisten, auch die Kreativen, die sagen immer, nein, aber das ist wichtig, das soll so bleiben. Dazu kommt ja auch, dass die Gruppen, die bisher abgebildet waren, die wollen natürlich auch, dass möglichst nichts verändert wird. Also das ist ein Kampf zwischen Veränderung, in die Zukunft gehen und woanders dann den Regler langsam runterfahren. Vanessa, die Frage wäre natürlich auch jetzt dann, dass man die Nutzer, dass man die Userinnen und User mehr einbindet bei dieser ganzen Thematik. Es wird immer wichtiger, dass jeder selber entscheiden kann, was er gucken möchte, was er sehen möchte, was er konsumieren oder auch hören möchte. Das ist ein großes Thema, Personalisierung. Wie muss man da reagieren? Wie muss man da in den kommenden Jahren agieren, das ist ja letztendlich schon ein langer Trend durch Netflix und Co., wo ja alles personalisiert ist. Was sind da die nächsten Schritte, die auch die ARD oder dann auch ihr im SWR gehen werdet? Naja, auch da das Stichwort wertebasierte Personalisierung. Also ich glaube, natürlich setzen wir uns jetzt ganz aktuell damit auseinander, wie müsste eine personalisierte Mediathek aussehen, wie müssten andere Produkte, Angebote, beispielsweise jetzt auch beim SWR, die Webseite personalisiert aussehen. Und ich merke schon, wir gucken da immer stark auf die Konkurrenz, weil die uns natürlich vormachen, wie es geht im Moment. Und ich versuche gerade mit dem X-Lab da auch wirklich Impulse einzubringen, dass wir einen Schritt weiter denken, weil wir, glaube ich, jetzt zumindest im SWR wirklich gerade in der Lage sind, ja auch diese Schritte zu gehen und ja auch Impulse von außen zwar aufzunehmen, aber eben mit unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag weiterzudenken im Sinne von, wie schaffen wir denn Räume, die Zeit unserer NutzerInnen auch wert sind, also wo sie nicht das Gefühl haben, dass sie ihre Zeit verplempern. Also das hören wir immer ganz oft, wenn wir mit NutzerInnen sprechen, in Fokusgruppen zum Beispiel. Wir hatten gerade letzte Woche eine spannende Fokusgruppe, das war eine Gruppe von unter 20-Jährigen. Und da fallen dann so Sätze, wenn ich mich auf TikTok rumtreibe, dann habe ich danach immer voll schlechte Gewissen, weil ich gar nicht weiß, was ich jetzt in der letzten Stunde eigentlich gemacht habe. Also da ist offenbar schon dieses Bedürfnis vorhanden, dass man auch Zeit in sozialen Netzwerken, ja, dass da eine Wertschöpfung dahinter hängt und dass man auch als Nutzer ja sichtbar oder greifbar bekommt, wie ich meine Zeit investiert habe, was ich dafür bekomme. Und ich glaube, an dem Punkt können wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk sehr gut ansetzen, weil das ja schon immer einfach in unserer DNA drinsteht, also Public Value, und das müssen wir nur auch technologisch denken. Und was Herr Buho sagt, natürlich müssen wir da auch mit den finanziellen Spielräumen arbeiten, die wir haben, aber ganz klar müssen wir jetzt auch wirklich das Momentum nutzen und ja auch die Schlagkraft technologisch aufbauen, aus meiner Sicht. Also wir dürfen das jetzt auch nicht verstreichen lassen. Und ich glaube, dass wir die ARD auf jeden Fall nach vorne bringen, wenn wir nicht bloß unsere Inhalte wertebasiert denken, was wir schon tun, sondern eben auch die Technologie.
wo du Technologie ansprichst, Vanessa, wäre es dann nicht letztendlich auch, weil wir eben ja darüber reden, wie konsumiere ich, linear, nonlinear, müssten wir nicht zügiger in der ARD nonlineare Angebote weiter ausbauen? Also bei uns passiert gerade wirklich sehr viel. Da kann ich Herr Buche auch bestätigen, dass man da auch natürlich immer aufpassen muss, dass man die Menschen noch mitnimmt und dass wir nicht zu viele Bälle gleichzeitig in der Luft haben. Wir versuchen uns auch auf die wichtigsten Handlungsfelder zu fokussieren. Aber gleichzeitig, was für mein Team eben wichtig ist, dass wir auch jetzt Erfahrungen sammeln, dass wir zum Beispiel auch so Themen wie können wir einen digitalen Dialograum schaffen? Das wäre jetzt bei uns ein konkretes Produkt, an dem wir gerade arbeiten. Also wie können denn im Digitalen auch Debattenräume aussehen? Wie können wir die NutzerInnen dort ins Gespräch bringen? Und wie können wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ja da auch die Rolle spielen, dass wir diese Räume schaffen, wo man sich auch gerne austauscht und gerne aufhält und trotzdem Kontroversen möglich sind. Das wäre jetzt so ein Produkt, an dem wir ganz konkret arbeiten. Und das muss natürlich jetzt passieren, aus meiner Sicht. Da können wir nicht mehr allzu lange warten, weil wir merken ja sowas wie Clubhouse, wie schnell so ein Trend dann aufkommt und auch wieder verpufft. Also ich glaube, wir müssen jetzt einfach wirklich da dabei sein, schnell Erfahrungen sammeln, und ich bin auch guter Dinge. Also ich erlebe die ARD gerade sehr agil und sehr innovativ und digital, und also ich bin da wirklich guter Dinge, dass wir gerade die richtigen Dinge auch bewegen. Also es herrscht quasi Aufbruchsstimmung. Auch Sie haben das ja in Ihrem Artikel in Richtung 2030 geht da ja formuliert. Jetzt könnte man natürlich als Kritiker sagen, weil auch Vanessa gerade das Tempo anspricht, warum nicht 2025? Ja, also die Entscheidungen müssen alle schon vorher getroffen werden. Das Bild von den Reglern, ja. Also man zieht den einen Regler hoch. Was ich damit womit ich den Blick schärfen wollte, war, wenn man mal weit genug vorausguckt, dann sind manche Debatten oder manche Blockaden, Denkblockaden, sind dann weg. Also ich gebe ein Beispiel. Jetzt mal von der Technologie her ist es so, wir haben im Hörfunk UKW. Wir haben, es ist eine analoge Verbreitung, keine digitale. Wir haben DAB Plus, ist auch eine digitale Verbreitung, aber die ist noch im Ausbau, aber für ein lineares Programm. Und dann haben wir natürlich die Internetverbreitung, auch im Audiobereich. Also ich meine, Spotify und andere leben davon. Klar. So. Und jetzt ist die Frage, wo geht die Reise hin? Und im Augenblick ist das so, wir belauern uns alle gegenseitig. Das heißt also, es gibt sowieso Lager. Es gibt Lager, die sagen DAB Plus, das ist das, da irgendwann kommt der ganz große Durchbruch und dann wird das Ding sein. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, UKW wird nie vergehen und das ist so preisgünstig und so einfach, ist das so die Frequenz des kleinen Mannes gewissermaßen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ach, sowieso alles übermorgen irgendwann Internet, so. Alles drei machen wir jetzt im Augenblick nebeneinander und bauen das nebeneinander aus oder warten es und machen es weiter. Und dann belauern wir uns. Ja, die kommerziellen Konkurrenten, die sagen, also ja klar, UKW ist günstig, ich habe ja nicht so viel Geld und ich muss irgendwie gucken, wie ich da meine Marge halte. Wir sagen auch, ja, wenn wir was aufgeben, dann kriegen die das und will ich nicht geben. Und es tut sich dann wenig. Wenn man mal auf 2030 guckt und einfach mal sieht, wer wird denn noch analog oder linear Radio hören, klassisch im Jahr, und zwar von irgendeiner Antenne ausgestrahlt, ohne dass ich mit den Leuten, die das Programm zusammenstellen, irgendwie einen Dialog haben kann. Das wird fast nicht mehr da sein. Und dann ergibt sich automatisch so ein bisschen, dann lassen wir das, wenn man das große Bild sieht, nicht die Bäume und das Unterholz, sondern den Wald, dann kann man im Rückschluss die Entscheidungen und die Weichenstellungen heute mit der Medienpolitik, die ja die Rahmenbedingungen setzt, machen. Ein anderes Beispiel ist Verweildauer. Also die Verweildauer war ja früher, das ist gar nicht so lange, das ist ein paar Jährchen her erst. Da weiß ich, die Leute sagten, ja, aber ich will sagen, die Sendung war weg. Ich wollte die gucken, war die weg. So, ja, weil wir es nicht dürfen. Das haben wir nicht selber entschieden. Wir durften das nicht. So. Das heißt, das ist jetzt das Jahr, in dem mit der Medienpolitik verhandelt wird, darüber geredet wird. Und die wollen ja auch nur das Beste. Wie soll die Zukunft aussehen für die Öffentlich-Rechtlichen, für die nächsten Jahrzehnte? Und da wollte ich mal etwas weiter in die Zukunft gucken, was aber nicht heißt, wir machen so lange nichts, sondern wir müssen jetzt, wenn der Blick klar ist, sozusagen die Weichenstellungen vornehmen. Wir, aber auch die Medienpolitik und natürlich die vielen gesellschaftlichen Gruppen, die auch in unseren Aufsichtsgremien vertreten sind und die das ja alles mitgestalten.
Jetzt soll das ja auch alles passieren in der nächsten Zeit, eben nicht als Einbahnstraße, also die ARD guckt sich an, was kann sie alles tun und verändert dann, sondern es gibt ja jetzt auch diesen ARD-Zukunftsdialog, der gestartet sind. Was genau hat es damit auf sich? Also mir war es einfach ein ganz großes Anliegen jetzt für die ARD, wir haben ja jetzt die Ehre, bis Ende des Jahres noch den Vorsitz zu haben, dass wir nicht nur mit Experten, also Medienpolitikern, Medienjournalisten und anderen Experten diesen Dialog zu führen, sondern dass die Leute, für die wir das alles machen, unser Publikum, dass wir das mit denen zusammen auch mal besprechen. Das heißt nicht, dass da ein Parallelentscheidungsgremium irgendwie geschaffen wird, aber das macht doch jede Firma. Wir machen das ja im Alltag auch, aber wir wollten jetzt mal, wenn Weichen gestellt werden, wirklich für 10, 20, 30 Jahre vielleicht, dann wollten wir mal hören von den Leuten, für die wir das machen und die uns bezahlen. Ja, wie seht ihr uns denn jetzt? Wie erlebt ihr uns? Was schätzt ihr besonders? Wo habt ihr Kritik? Und wo würdet ihr, in welche Richtung sollen wir uns denn entwickeln, eurer Meinung nach? Ich finde das extrem wertvoll. Und ich muss echt sagen, die erste, ich weiß nicht, ob Frau Wormer auch dabei war, aber die erste Session war super. Es war wirklich, ich war richtig geflasht, sagt man ja wohl. Mhm. Ich will es nicht so cool. Und ich muss sagen, ich war wirklich richtig berührt davon, was wir für ein anspruchsvolles, kritisches, selbstbewusstes, aber auch sehr wertschätzendes Publikum haben. So ganz viele interessante Hinweise. Vanessa, ist das der richtige Weg, der da dann gegangen wird? Ja, weil Herr Buch erlebt man es ja jetzt hautnah. Also diese Begeisterung, wenn man mal mit den Menschen da draußen spricht, also Lokaljournalisten oder die meisten Journalisten kennen das ja Gott sei Dank, dass man mit den Leuten da draußen spricht. Aber wir merken schon, dass sich viele Redaktionen wohl die letzten Jahre ein bisschen in ihre Kämmerchen zurückgezogen haben, gerade wenn es um die Entwicklung von neuen Ideen ging. Und dass wir jetzt teilweise die Redaktion wirklich wieder näher an die NutzerInnen bringen und mit solchen Gesprächen eben. Also das erleben wir auch immer, wenn wir ja Produkte entwickeln mit der Redaktion und sie diese Gespräche mal erlebt haben und wirklich zugehört haben, was bewegt diese Menschen. Und wir fragen gar nicht so sehr, was erwartet ihr von uns oder wie stellt ihr euch die perfekten Produkte von uns vor? Das ist ja die Arbeit, die wir noch machen müssen. Wir wollen wirklich besser verstehen und im Grunde diesen Zukunftsdialog, den Tom Buchow jetzt angeregt hat, den machen wir jeden Tag, wenn man so will. Also wirklich, wenn wir Produkte entwickeln, involvieren wir diese Menschen, um die es dann geht, immer wieder an verschiedenen Stellen und holen auch Feedback ein. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und auch das wird uns auf jeden Fall in Zukunft weiterhelfen. Und man kann sich ja an dem Zukunftsdialog, wenn ich es richtig verstanden habe, auch noch online beteiligen in der Zukunft. Ja, das war jetzt die erste Phase mit, ich glaube, so 170 ausgelosten Teilnehmern. Dann kommt jetzt ab 31. Mai, genau, kommt also eine sozusagen komplett geöffnete Phase, wo sich jeder beteiligen kann. Kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie, aber ich glaube, das werden Sie noch online natürlich oder per Overhead-Projektor irgendwo kundtun. Und dann kann sich jeder im Prinzip daran beteiligen. Abschließend würde ich mal gerne wissen, ist eine reine Fantasiefrage vielleicht auch, aber wenn wir jetzt nach 2030 gucken, jetzt konsumieren wir vieles mit dem Smartphone, wir konsumieren vieles trotzdem über einen Bildschirm, einen Fernseher, der aber letztendlich ja auch nonlinear mit den ganzen Mediatheken bedient wird. Was könnten Sie sich vorstellen, was in 10 Jahren vielleicht unser Medium ist, mit dem wir konsumieren? Ein Hologramm vielleicht, ja, könnte durchaus sein, ja, dass man irgendwo auf einmal was wie so eine durchsichtige Leinwand in der Wohnung hat oder im Büro. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, ich hatte mal einen Vortrag gehört und sagte jemand, der das genauso gesagt hat, das sind Innovationszyklen, wie sie wirklich alle vielleicht 500 Jahre mal passieren. Und dann geht so ein Zyklus, der geht dann irgendwie ganz langsam hoch oder dann beschleunigt er sich und dann geht er ganz... Ich meine, ein iPhone gibt es seit 2008 ungefähr, glaube ich. Das heißt, dieses Ding, der hielt uns das dann, ich habe es jetzt nicht in der Tasche, aber hielt uns das so vor Augen, sagte, das ist nur das erste Produkt einer Innovationswelle und Revolution. Da werden noch so viele verschiedene Produkte kommen. Und das können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen. Wichtig ist nur eins, also ich bin überzeugt, weil der Mensch sich im Grunde nicht ändern wird. Und der Mensch möchte den Mensch, er möchte Geschichten über den Mensch, auch wenn es um Unterhaltung geht oder Fiktionales. Er möchte lernen vom Mensch, er möchte sich auch reiben und definieren am Mensch. Und wir sind dafür verantwortlich, das finde ich ganz, ganz richtig, was Frau Wormer da sagt, das wertebasiert zu begleiten und zu gestalten und den Menschen einen Raum anzubieten, in dem wir eben einen Austausch bieten, auch Anregung, auch Bildung,
aber nicht trocken, sagte einer der Teilnehmer vom Zukunftsdialog, auch Charité, diese Serie, ist für mich auch Bildung, der also Geschichte der Medizin. Und wir bieten das an, ohne diese Spaltung zu befördern. Und wir sind damit auch in der neuen Zeit eine Klammer und ein Zusammenhalt für unser Land. Herr Buro, es ist sehr spannend, wo wir in 10 Jahren mit der ARD landen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Vanessa Wormer, nach Baden-Baden, glaube ich. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Interesse hier an der ARD-Session auf der Republika. Das war's schon. Ich hoffe, Sie und ihr habt noch viel Spaß auf der Republika. Bis demnächst.